präsentiert von officepodcast.de, Ihr Proficast für Microsoft-Produkte. Heimnetzwerkgruppen sind ein praktisches Mittel in Windows 7, um auf einfachstem Weg einen Datenaustausch zu ermöglichen. Sind jedoch im Netzwerk auch andere Betriebssysteme vorhanden, funktioniert dieser automatische Austausch nicht und der Dienst sollte deaktiviert werden. Sehen Sie hier, wie das geht. Ein interessantes Feature, um in Windows-Netzwerken Daten auszutauschen, sind die Heimnetzwerkgruppen. Innerhalb von Heimnetzwerkgruppen sehen Sie im Explorer die freigegebenen Bibliotheken der anderen Anwender. Sie erstellen Heimnetzwerkgruppen oder treten diese bei im Netzwerk- und Freigabesender über den Link Heimnetzwerkgruppe und hier dann entweder über Beigetreten ändern Sie die Optionen bzw. über Beitreten können Sie einer Gruppe beitreten und über Erstellen erstellen Sie eine entsprechende Gruppe. Leider ist diese Funktion nur dann sinnvoll, wenn im Netzwerk ausschließlich nur Windows 7 Computer verwendet werden. Möchten Sie allerdings im Netzwerk noch andere Computer verwenden, so ist die Heimnetzwerkgruppe eigentlich nicht sinnvoll, da die Windows Vista-Versionen und auch Windows XP keinen Zugriff auf Heimnetzwerkgruppen nehmen können. In diesem Fall sollten Sie, um die Anwender nicht unnötig zu irritieren, diese Funktion deaktivieren. Sie führen diese Deaktivierung am schnellsten über die Diensteverwaltung zu. Alle Systemdienste in Windows erreichen Sie, wenn Sie services.msc im Suchfeld des Startmenüs eingeben. Nach einiger Zeit öffnet sich die Diensteverwaltung und Sie sehen an dieser Stelle auch über Starttyp, welche Dienste aktuell gestartet sind. Verantwortlich für die Heimnetzwerkgruppen ist, wenn Sie nach Name sortieren, der Dienst Heimnetzgruppenanbieter. Diese beiden Dienste können Sie über die Eigenschaften auf deaktiviert stellen und beenden. Anschließend ist das Feature Heimnetzwerkgruppen in Windows 7 nicht mehr verfügbar. Möchten Sie es wieder verfügbar machen, aktivieren Sie einfach die Dienste wieder, setzen Sie diese auf manuell und richten Sie die Heimnetzwerkgruppe ein. Die Anwender erhalten dabei nicht nur eine Fehlermeldung, sondern die Anzeige wird komplett ausgeblendet. Das gilt auch für den Windows Explorer.